Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Und ich bin vom Berg gefallen und habe genau noch ungefähr, ja, 80 HP gehabt. Ich habe Glück gehabt, weil ich wollte eigentlich den Start hier oben auf dem Berg machen. So, wir sind, ja, wie wir sehen, nirgends auf der Weltkarte. Deshalb gehen wir mal zum nächsten Questziel, das weiß ich jetzt ganz genau, wo das ist. Nämlich tötet 20 kleine Wüstengolem. Das ist die Quest, die am nächsten ist. Aber wahrscheinlich auch am längsten dauert, aber. Naja. Immerhin. So, es ist früh morgens um 1 Uhr. Schön leer hier. Ich habe Magneten gesammelt. So, hier sind wir hier oben. Und jetzt müssen wir hier hin. Ich möchte kurz zeigen. Was wollte ich zeigen? Irgendwas wollte ich zeigen. Ah. Ja, da, die Fähigkeiten. Ich habe jetzt hier Zombie genommen. Auf Level 2 nur. Nicht mehr auf Level 3, hier Level 3, Level 3 und habe jetzt Selbstheilung mitgenommen, damit ich dich auch noch heilen kann. Verbündete regenerieren, Verbündete heilen, das mache ich jetzt mal so. Und noch ehrgeizige Aufopferung, damit ich Mana bekomme. Und so will ich einfach dann, wenn ich mal einen triff, der levelt, auch ein bisschen unterstützen, dass ich es noch ein bisschen unterstützen kann. Und nächstes Level kommen dann noch eine Beschwörung dazu. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau welche. Aber es sind so, glaube ich, so irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, was das sind. Kleine Käfer oder so. Werden wir das ändern. Gefunden habe ich diesen juwelenbesetzten Blitzstab für Level 36. Ja, wieso nicht? Von einem Magneten, von einem Gestein und ja, fliegende Spinnen, ja, fliegende Spinnen da. Okay, die fliegen, die schweben immer. Oh nein, bitte nicht, dass die wieder die ganze Zeit leveln. Nee, hey, das sind also die Community manchmal in Dingen, in Champions of Regnum ist manchmal richtig schlimm. Die ganze Zeit einfach immer diese Einblendungen spammen. Nur weil sie leveln wollen. Ist ein bisschen frech. Aber nun gut. Also für solche Sachen möchte ich doch gerne Game Masters werden. Aber ich werde mich nie anmelden, weil ich ja Let's Play. Und wenn ich das nicht machen. Also wenn ich jetzt Game Mod wäre, dürfte ich ja gar keine Aufnahmen mehr machen, weil ich ja alles unter Verschluss halten muss, euch gar nichts berichten darf. Und ja, deshalb mache ich es ja nicht, aber ich würde gerne, also ich würde wahrscheinlich ein guter Game Master sein. Aber wahrscheinlich ein sehr unbeliebter hier bei Champions of Regnum. Aber hey, wer Illegales tut, der muss halt dafür, damit fürchten, hier ein bisschen Strafen bekommen, Bans oder so. Weil die ganze Zeit, das Spiel ist ja ein Kriegsspiel, also sollte man die Reiche, ja, sollten die Reiche gegen die anderen Reiche kämpfen und nicht sie helfen zu leveln. Banse. Glückwunsch, ihr habt so viel ihr habt so viel Levels bekommen. Glückwunsch bis Level 60 oder was? Nein, so frech bin ich nicht. Aber es ist nicht ehrenhaft. Also heutzutage schert sich ja einer um die Ehre in einem Game nicht mehr.
und wahrscheinlich bald auch in der Politik oder ist schon so und im Krieg und so. Einfach abschmeißen. Wieso braucht man eigentlich Pistolen? Wieso braucht man Maschinengewehr? Wieso braucht man Snipergewehr? Ein ehrenhohler Mensch tötet die anderen mit den bloßen Fäusten im Krieg. Der Gegner schwer gepanzert, du ohne Rüstung und dann gehst du zum Gegner, weist den Schüssen aus und greifst ihn an frontal. Bang! Tasch! Voll in die Fresse. So ungefähr, das ist ehrenhaft. Aber heutzutage muss ja jeder so unfair wie möglich einen anderen Menschen töten oder einfach nur beleidigen oder sonst irgendwas. Ist schon ein bisschen frech geworden heutzutage, aber eben. Viele Menschen kommen nur so an Glück und Wohlstand. Und das sind eben meistens die, die unfair sind und. Also, das sind eben meistens die, die es nicht verdient haben. So, hier haben wir noch ein paar. Kleine Wüstengolems. Zum Killen gedacht. Ja, macht. Versagt mir das Let's Play die ganze Zeit. Macht meinte. Heide. Okay, den muss ich nicht beschwören. Weil der Dämon bleibt hier noch. Aua. Das war. Ich glaube, der Dämon, ja. Ich habe noch volles Leben. Sah aus, als wäre es bei mir gewesen. Hätte ich einen Dachschaden. Oh, so viel Damage hast du noch gemacht. Nein, nicht mich schlagen. Tschüss. Oh, jetzt hat mich noch gestunt. 10 von 20, sehr schön. So. Also wenn jemand sich schon lange als Game, also Game Master gewünscht hat oder so und es mal werden will und es auch bekommt, dann würde ich es wirklich denken, wenn das aufhört, jeden Abend die ganze Zeit dieses Leveln in dem die anderen Reiche sie helfen. Also gegen das Spielkonzept. Aber hey, naja. Ich mag es ihnen ja nicht gönnen, wenn sie gebannt werden. Aber trotzdem. Ich bin halt ein ordentlicher Mensch. mich stört das halt einfach. Naja. Ich bin halt auch in der falschen Zeit und sonst bin ich ja nicht morgens um 1 Uhr on. Ja, genau, die Zombies waren sehr gut platziert. Dass sie gleich wieder despawnen. Ich bekomme keine Drops, nur Opale, kleine Golems und Brillant. Oh. Ich weiß nicht, ob man die töten kann, die Anführer, weil ich ja Beschiss habe. Aber die bekommen viel Schaden, die Beschwörenden. Die beschworenen Kreaturen. Deshalb schaffe ich es wahrscheinlich. Ich sag, ich schaff's nicht. Ich will es nicht probieren. Dann habe ich sonst den Bug wieder, wo die Gegner dich treffen, egal wo du bist. Und das wäre ja nicht so gut. So, und mit Verbindenheim kann man wahrscheinlich die Dinge auch heilen, oder? Die Dämonen. Nehmen wir hier mal den Schatz mit. Und suchen nochmals gespawnte Golems. Könnte man den Grabwächter. Ja, okay. Wäre also nicht so gute Idee gewesen. Wenn der schon despawnt. Kill, Mann. Kill ihn, yes. Wow, ein Mumienlumpen. Der ist so wertvoll. Den muss ich unbedingt gegen Magneten tauschen von den Spielen. Das will jeder tragen. Will jeder dran riechen. Das ist wie Drogenschnüffeln. Man kann daran riechen und fällt man in den Ohnmacht. Und wenn man wieder aufsteht, ist man geflasht. So.
für Level 31 mit Geschicklichkeit. Paladin mit Geschicklichkeit, genau. Also Ritter. Ja, Ritter, aber Paladine sagt man doch meistens. Gut. 16. Da drüben. 2 Stück, ja. Sudle. Und habt es bald. Ich bekomme wahrscheinlich keine Dinge. Ich würde es noch machen. Weil es mir aufregt, würde ich es machen. Nein. Ich mach's nicht. Also. Für was? Fürs, ja, okay, fürs Let's Play, dass ich dann bessere, schnelle Reichsschlachten machen kann und so, aber. Nein. Ich werde es nicht machen. Aber andere Leute von mir aus, wenn sie es unbedingt so leveln wollen, so das Spiel fertig machen wollen, von mir aus. Wie der Doppelschlag bekommen hat und dann direkt zerbröckelt wurde. Ja, das ist der Anführer wieder. Jetzt finden wir den letzten Golem nicht. Oh. Schlimm so, das ist schlimm. Zu wenig Golems hier. Sicher da oben noch einer irgendwo. Ja. Ich sehe einen und der ist hier rechts. So, ihr Klein, greift sie an. So. Und Quest beendet. Und wo muss ich? Ein direkter Absturz. Einfach so auf den Desktop zurück. Ja. Und jetzt kann ich wieder nicht weitermachen. Bis gleich. Ja, ich komme immer noch nicht rein. Was ist los mit Regnum? Hä? Naja, was soll ich machen? 2 Stunden noch warten? Ah, ich verstehe nicht, was die mit dem neuen Update wieder für ein Problem gemacht haben. Was soll der Charakter jetzt noch in-game machen? Sollen wir noch mit Monster kloppen? Es war ja kein Monster in der Nähe. Mist. Ich dachte wirklich, das ist nur, wenn ein anderer Spieler mich angegriffen hat und dann mich nicht mehr gefunden hat, weil ich mich aus... Also, weil ich hier abgestürzt bin. Mein Spiel abgestürzt ist und... Keine Ahnung. Noch mehr Probleme. Ja, ja. support@ngstudios.com.ar. Das ist wahrscheinlich seit 5 Jahren down. Das wird wahrscheinlich niemand mehr betreten. Machen wir den Marauder Drago weiter. So. Wo bin ich hier? Ah, da oben. Alter Ruck, genau. Und die machen immer wieder Kriege. Ich gehe jetzt mal dorthin, mal schauen, was die jetzt machen. Mein erstes Reittier, habe ich eine neue Auszeichnung bekommen. Oh, ich habe ein neues Reittier. Schade. Das ist mein altes noch. Ich gehe kurz dann die Tafel noch. Ja, die Auszeichnungen, die sind auch verbuggt. Also alles ist verbuggt in Minecraft. Genau, in Minecraft. Nein, in Regnum. Wie zum Beispiel mein Wissen. Was es ist, welches Game gerade spiele. Ja. Also dann zocken wir noch eine Viertelstunde halt mit dem Baban, weil der Beschwörer noch in der Welt ist irgendwo. Kann ich ihn sehen? Wir haben uns doch hier irgendwo, haben wir die Verbindung verloren. Der müsste hier noch irgendwo sein, wenn er noch in der Welt ist.
Keine Ahnung. Okay, ist nicht mehr hier. Ob scheinbar ist er laut NGD-Studios noch in der Welt. Also, wo denn? Von mir aus. Wir gehen jetzt raus in die Warzone. Zentralwüste. Was muss ich hier machen? Junge Toltaten. Oh Gott. Ah, da ist er ja! Da ist er ja! Seid euch mal. Oh. Hallo, Hübscher. Du bist denn aber nett. Darf ich dich mal killen? Ich werde dich killen. Hallo. Popo Ritze. Okay. Von mir aus. Da trifft man uns selber mal wieder. Schon lange nicht mehr gesehen. Nun gut. So. Wir gehen kurz in die Stadt, um den Auftrag anzunehmen. Hallo Alosios, habt ihr nicht nur Krug-Levels? Ah, ihr seid so Idiot. Nervt nur mal herum. Nur herum nerven die Eisen. Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, Rick, nur macht doch Spaß. Wieso müsst ihr dann so blöd irgendwelche Quests, also Quests machen? Nein, einfach die anderen Reiche dazu animieren, sich töten zu lassen. Gehen wir zum Manria fort, oder? Und wohin müssen wir mit der Quest? Da hoch, okay. Von mir aus. Hi. Ne, also, dafür habt ihr nicht so eine schöne Stadt, Reichsmauer, also bitte. Wir haben die schönste Stadtmauer. Reichsmauer, halt, Schnauze. Die ist wirklich schön. Die wurde auch mal überarbeitet, in 2013 oder so. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Part, wo die... Ich bin reich, ja genau. Ich bin reich. Ich habe 108 Goldmünzen, nein, doch 108 plus 27 Goldmünzen bekommen. Jetzt steht dort, ich bin reich. Genau, sehr schön. Ich habe einen Part noch auf dem Kanal, wo die Mauer noch schlecht war, also outdated. So, wo ist jetzt das letzte Mal? Menria und Akersburg. Das ist da drüben. Dann nehmen wir Menria fort. Aber eben, ich level nicht, ich werde nicht dabei sein. Ich werde nicht einen kloppen, ich werde nur schauen, was die für Seich machen, für Schrott. So, in der neuen Doku-Serie von Drago Basler werden wir sehen, was die Eisen so für blöde Sachen machen. Ich wünsche euch ein herzliches Vergnügen. Und wir sehen uns später wieder. Polizei. Der Black Panther. Polizeihelikopter kommt. Und fliegt tief am Boden. Weil es ja ein Panther ist. Und kein Helikopter. Ja. Chuchu-Bähnchen, Chuchu-Bähnchen. Wir gehen hinten rein. Wir gehen hinten. Heute probieren wir es hinten durch. Hinten durch. Hä? Wir finden es irgendwo hinten durch. Hinten durch, hinten durch. Ah, die Schnauze. Ich will auch eine Belohnung bekommen, bitte. Ja, ja, man sieht es. Die kloppen sich die Rübe voll hier. Belohnung in 14 Minuten. Du wirst eine Belohnung in Warmaster Coins, Gold oder beiden bekommen, wenn du eine Roboter Squadron wieder eroberst, bevor der Timer abläuft. Ja, ja, genau. Wenn der Timer abläuft, dann hätte man noch weitere Belohnungen machen können, aber... Ja. Häuslebauer, okay.
Wir bleiben jetzt hier. Wir gehen jetzt hier hin. Dann sieht uns niemand. So, dazwischen hier. Nein, hier irgendwo. Ja, seht, die Ignis bricht die Eroberung ab. Also ist erobert Menria fort. Aber dann bekommen wir nicht die Belohnung über, sondern die Eisen. Das ist eine Frechheit. Ich werde das Video jetzt Endgate Studios schicken, damit es gemacht wird. Nein, nein. 14 Minuten wieder, haha. Also ihr seht, es so illegal level die, das geht mal gar nicht. Das sind alles illegale Level. Ah, schlimm. Denk dran, aktiv zu bleiben, sonst bekommst du keine Belohnung. Du musst ein bisschen aktiv zu bleiben, lalala. Aktiv bleiben. Ja, ja, ich muss ja sowieso mithelfen, kloppen. Also eben, ich wollte ja eben gar nicht Belohnung bekommen. Ich hätte es auch sonst nicht mal. Aha, jetzt bekomme ich. Jetzt bekomme ich War Master Coins. Von mir aus. Ich habe gar keine. Irgendwie verstehe ich das. Ah, das bekommt man erst. Übel. Ja, von mir aus. Nein, ich werde nicht mitmachen bei dem. Ganz normale Fortschlachen ist okay, aber wenn man dann die ganze Zeit links und rechts und eben wenn man wieder wechselt, das ist illegal. So. Also wird dieser Bart halt ein bisschen kürzer. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, irgendwas. Okay, ein bisschen Aquantis Captain töten können wir noch ein bisschen machen. Aber, ja. Lust habe ich ja jetzt gerade nicht so. Auch wegen den Einblendungen, weil meine Ohren langsam schmerzen von den. Von Einblendungssounds. Jo. Okay, die sind viel leichter geworden. Wow, ein Eisstab. Monsterschrecke. Ich habe das erste Monster getötet. Ich bin so gut, hey. Oh, hat nicht gereicht. Sudang-Schulterpanzer. Das für Ritter brauche ich nicht. Den kann ich dem anderen geben. Dem Beshi. Aber das war nur das erste Monster wieder als Belohnung. So. Aquantis Bezwinger habe ich auch wieder bekommen. Wow, sehr schön. Also den machen wir noch. Dann müssen wir ausruhen. So, ruhen wir ein bisschen aus. Ja, schauen wir diese schönen Berge an. Zum Beispiel hier der Schwanzberg und der Anusberg. Und hier drüben seht ihr die Tittenberge. Und da hinten das Fötzchen. So. Hier gab es gar keine Palmen, da drüben hat es Palmen. Hey, ich bin eine Palme von eine Facepalme wie ich hier. Ich will eine Facepalm. Komm schon. Wieso sind die Golems noch so hochlevelig? Frechheit. Hm. Ja. Mir stinkt das Warten, aber muss halt auch sein. Was haben wir denn hier für Sachen? Erzmagierfeuerstab für Level 41. Boah. Kritische Chance. 22%. Ja, ja. Können wir das wieder ausrüsten. Aber dazu müssen wir hier noch das anmachen. Genau. Ja. Das auch einmal. Sehr schön.
So, und dann wieder buffen. Von mir raus. Und bei den Globen. Die Glob Day. Die Olympischen Spiele im Aquantis Captain Kloppen. Hier live auf dem Kanal von Drago Basler. Voll in die Fresse. Sieht doch viel gechillt aus mit dem Flügel. Die sind sehr, sehr beliebt. Also, wie heißt sie? Zeki-Kostüm ist sehr, sehr, sehr beliebt. Ich sehe immer wieder Spiele mit diesen Flügeln und den Flügeln an. Schade, dass es keine Drachenflügel gibt. Aber muss ja auch nicht gerade sein. So geht auch. Okay, Aquantis Ei, Aquantis Haut, Tigeraugen bekommen. Von mir aus. Diesen Loot stinkt mir halt auch ein bisschen. Nochmals, komm. Sound, erhelle mein Gebet. Komm zu mir. Gib mir den Sound wieder. Okay, jetzt muss ich wieder aussuchen. Also dann machen wir hier fertig. Gehen wir noch in die Stadt kurz und tun noch die Sachen ins Lager. Jo, für die, die jetzt schon abstellen wollen den Part, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Dann wird es wieder spannend. wir reden noch ein bisschen. Bis der Part ganz vorüber ist. Große Panther kloppen. So. Also, ich suche dann im nächsten Part dann wieder ein bisschen eine bessere Aufnahmezeit, wo nicht so viel Forts geplündert werden. Damit der Sound halt nicht immer nervt. Aber bei euch auf YouTube ist es sowieso immer viel leise. Da ist eher dann meine Stimme ein bisschen lauter. Finde ich gut, aber finde ich auch nicht so gut, dass man nicht wählen kann, ob der Sound leiser sein soll auf YouTube oder so. YouTube ist sowieso... YouTube wird immer wie weniger... wie Cache-Wähler, also... dass man weniger anpassen kann. So früher konnte man ganze Kanäle anpassen, wie die Videos... was für Qualität sie haben sollen und so weiter. Das geht momentan nicht mehr. Wenn ich ein 120p Video mache, dann kann ich nur 120p einstellen. Wenn ich ein 1080p mache, kann ich nur 1080p machen. Wenn ich ein 1080p und 60 FPS Video mache, dann kann ich nur das auswählen. Das ging früher anders. Also da konnte man ein 180p Video machen und es hochskalieren. Das geht nicht mehr. Du wollen das nicht, oder? Man darf keine bessere Qualität machen. Dieses Portal führt auf die andere Seite der Mauer, also auf die gegenüberliegende Seite der Mauer. Und ist völlig unnütz. So. Ich finde es kacke, dass man immer Kriegszuversicht bekommt. Da meine ich immer, ich werde angegriffen. Bekomme immer Panik. Gehen wir noch kurz Magna suchen. Da kurz hinten am Gebirge entlang. Böse Wüstengolem. Ja, die sind auch schon langsam schlecht geworden. Die habe ich lange gekloppt. Schaut mal her, zwei Gesteine mit einem Magnetstück hier drin und dort vorne. Es lohnt sich, wenn die Spiele beschäftigt sind bei den Fortschlachten-Level-Zeugs. Da kann ich schön Magneten sammeln. Das ist doch wahnsinnig gut, oder? Das ist doch geil. So. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Quest bekomme für den Feueranhänger. Aber ich denke, wenn ich dann alle Quests gemacht habe, dann weiß ich, wo es... kommt. Und 5 Magnetstücke. Yes. Yep, yep, yep.
Juhu, Judi, hui, Schweinebacke. So, also in die Stadt, in das kleine Dörfchen, ey. Ja, in Champions of Recken gibt es keine großen Städte, das sind alles kleine Bauerndörfchen. Aber eben, es ist doch schwer, eine Stadt zu bauen. Und wir haben 666.216 Ding, also wenn wir jetzt noch ein paar Gesteine Schätze aufsammeln, könnten wir 666.666 Goldmünzen haben. So, wo ist der Händler hier? Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Händler hier ist. Muss ich irgendwie schauen. Nein, hier vorne ist er nicht. Vielleicht hier drin. Nein. Irgendwo muss der Händler sein. Einwohner. Schneider. Hä? Wo ist der Händler? Waffenschmied. Einwohner. Gibt's hier keinen Händler? Müssen wir nach oben oder was? Da können wir auch nicht schauen. Der müsste hier in der Nähe sein. Keine Ahnung. Da ist ein Schmied. Was verkauft denn der Schmied oder der Waffenschmied? Rüstungen, oder? Ja, ja. Best im Brustpanzer. Was haben wir eigentlich? 148, das wäre ein besseren, aber das wird am teuer. Oh nein, das ist sogar schlechter. Der ist schlechter, okay. Ja, also hier haben wir Rüstungen und hier. Gazagi, Magazagi Schwert. Level 29. Auch Schrott. Also, Händler, ich brauche einen Händler. Ich brauche den Händler. Wo ist der Händler? Ja, hier ist gar niemand beim Tuniken, Handschuhe und so. Kein Händler in dieser Stadt. Ja, okay, ich glaube, der Part ist jetzt schon langsam vorüber. Ich mache noch eine kurze Aufnahme, wenn ich dann dort bin. Bis gleich. So, jetzt können wir noch kurz zum Händler gehen. Und die Sachen zum Beschwörer rüberschicken. Was haben wir hier? Eine Kriegsaxt. Die nehme ich hier mal raus. Das Pendant auch. Die Magnetstücke auch. So. Und ins Lager tue ich den Eisstab, den Stab. Und den Rest müssen wir ja nicht. Gut. Haben wir 332, sehr schön. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Videos. So ein bisschen komisch mit dem Absturz und eben die ganze Zeit diese Meldungen mit dem Ton. Aber es hat mir Spaß gemacht und hoffentlich den nächsten Part auch. Also schaut wieder rein, wenn es heißt wieder Champions of Regnum Let's Play vom Dragobasa. Tschüss.